Ich habe keine Lautsprecher, Nachtmond. Ich musste gerade noch ein Windows-Update kurz fixen. Gott, ey, ich sag's euch, wie es ist, ne? Windows-Updates sind die absolute Hölle für Audiotechnik. Jedes Mal passiert mir das. So, warte mal ganz kurz. Was ich mal recht schön finde, ist, dass eigentlich nach jedem Windows-Update bei mir der Chrome vergisst, was ich als Audio-Devices eingestellt habe. Ja. Und das bedeutet dann ganz konkret, dass beim nächsten Videocall in der Firma es wieder losgeht mit Hallo, könnt ihr mich hören? Hallo? Hallo? Ja, wirklich. Ja. Seid ihr da? Das ist furchtbar. Es ist die Hölle gerade. Und vor allem finde das mal raus, dass es, an was das liegt. Ey, sag mal, Party. Wie ist das los? Ja. Sag mal, was geht denn so bei dir? Alles fein. Ich möchte nicht ohne Anzug herumlaufen. Ich traue mich nicht. Wieso nicht? Ich weiß nicht, das wirkt nicht so zuversichtlich. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist eine super erfolgreiche Nummer. Ich bin, glaube ich, den halben letzten Stream ohne Anzug unterwegs gewesen. Ja, die müssen man ja permanent Zappes ist nackig, Zappes und Ding sind nackig, Zwerg. Ja, aus Gründen. Okay, erstmal Hallöchen, erstmal alle zusammen, alle, die gerade frisch da sind, alle, die reingeschaltet haben, herzlich willkommen hier auf der Venus, der einzig wahren und unvergleichlichen. Jetzt muss ich bloß gerade mal Parzi-Bert animieren. Parzi, magst du mir mal unauffälligst folgen? Ja, ich folge unauffälligst. Der Anzug hast du an? Ja. Ich habe Anzug an. Hier ist eine verdammt gute Aktion. Du kannst hier, also nimm mal den rechten und tu es mir mal gleich. Okay? Okay. Du nimmst deinen Helm und stoppst ihn oben rein und deinen Anzug und stoppst ihn unten rein. Und dann setzt du alles beide wieder auf. Jetzt kriegst du ein paar Warnmeldungen wahrscheinlich. Ja. Geht aber gleich, das vertut sich. Jetzt ist alles soweit aufgefüllt. Jetpack ist aufgefüllt. Also soweit es geht, das ist jetzt nicht optimal, weil wir das letzte Mal ein bisschen rumgetestet haben. Also Jetpack ist aufgefüllt, Sauerstoff ist aufgefüllt, Waste Tank ist abgetankt. Das kannst du quasi jederzeit machen. Das geht, brauchst auch deinen Helm eigentlich gar nicht abnehmen. Der Anzug an sich reicht schon aus. Der wird komplett getankt. Theoretisch auch mit Strom gefüllt, aber ja. Voll nice. Genau. Das heißt, das ist richtig gut, das Ding. Ich habe ja zwei hingebaut, weil das ja wirklich schnell geht. Theoretisch, wir haben überlegt gehabt, wenn wir jetzt so die Dinger an jeden Ein- und Ausgang der Base hinbauen könnten, könnte man da auch bis zu vier eben hinstellen und dann die Anzüge laden und voll tanken. Und wenn man sie erst wirklich braucht, dann losziehen. Weißt du, seitdem ich Okupi Mars gespielt habe, habe ich voll Bock, irgendwie einmal so eine Base zu bauen, genauso wie sie da oben gebaut ist, mit so Fluren und dann immer nur die Wahlmöglichkeiten bauen. Mhm. Oh, das wäre schön. Ich sage ja, Occupy Mars. Reißen wir einfach die gesamte Base einfach ab und bauen sie nochmal. Nein. Nee, die Überlegung ist halt tatsächlich, wenn das mal irgendwann multiplayerfähig ist, das wäre so großartig. Ja, es soll ja angeblich einer kommen. Also ja, im Herbst, glaube ich, oder? Im Streaming, wie gesagt, da ist ja angedacht. Ich glaube, im Herbst war das so. Lecker Kartoffel. Dankeschön für dein Follow. Herzlich willkommen. Mein Potenzial jetzt auf jeden Fall. Aber mir hat gerade jemand gefollowt und der heißt Lecker Kartoffel. Parzi? Ja, das ist... der Follow ist bei mir auch das Netzwerk gewesen. Ich dachte, du hast vielleicht einen Fake-Account gemacht, um mich zu trollen. Weil ich sonst... Das ist mein Traum, Fake-Accounts zu erstellen. So, du siehst hier schon mal, Mr. Bert, wir haben hier schon mal ein bisschen angefangen. Ja. Die Treppe hört natürlich jetzt hier ins Leere auf gerade. Der Rest ist okay, aber die Treppe hat es nicht gepackt. Wir werden auch trotzdem weiter abreißen müssen, weil ja an der Seite noch dieser Griffarm nach oben geht. Also es wird hier an der Seite... die Treppen müssen alle weg. Ja, so da ungefähr hin. Ja. Genau, eins versetzt sein, dann müsste es eigentlich funktionieren. Das ist das Landepad ist schon soweit fertig. Oder was auch immer das ist. Oder warte mal, das ist noch nicht gar nicht fertig, ne? Das hatten wir beim letzten Mal hingestellt, Zabes. Ich glaube. Wenn du das sagst.
ja, wir brauchten Steelsheets, glaube ich. Parzi, hast du Steelsheets dabei? Nö. Schade. Hab ich nicht. Dann werde ich mal ganz kurz nach Hause fliegen und gleich wiederkommen. Ja. Ja, ich kann da schon mal anfangen zum Bodeln. Wieder einmal. Das ewige Gebodeln. Ja, du willst es doch auch. Ja, ich will das unbedingt. Mhm. Ich will, dass das schön aussieht. Was war denn das? Unterste Teil. Modular Rocket Engine. Was brauchten wir dafür? 16 Steel Sheets, 12 Plastic Sheets und 10 Electronic Parts. Uff, okay. Ja, okay, da brauchen wir von allem noch ein bisschen was. Ja, auf jeden Fall so oder so ähnlich. Wir können also in der Base jetzt ohne Anzug tatsächlich überleben. Es gibt manchmal noch eine Warnmeldung, aber im Großen und Ganzen geht das schon. Was sagt die Warnmeldung? Dass der Sauerstoff noch ein bisschen verunreinigt ist. Weil es ist ja auch. Wir haben eine kleine Filtrationsanlage vorne hingestellt, die Base von X befreit. Dann müsste es schon mal besser aussehen. Das ist aber jetzt nur noch, das sind aber nur noch Details. Ich müsste ja auch in die Base sehen. Ich glaube, ich habe keine Dinge mehr. So, Steel Sheets brauche ich. Oder liegen die noch hier? Nee. Oh ja, eventuell. Vielleicht, möglicherweise. Steel Sheets, Plastic Sheets und 10 Electronic Parts nehme ich noch mit. Hatte ich die nicht hergestellt? Weiß ich nicht mehr. Stairs. Einmal Electronic Parts haben wir hier. Ja, dann fehlen die noch. Okay, dann brauche ich noch 9. Ich schick Partybert gar nicht in die Mine. Also, meistens nicht. Er schickt mich immer in die Mine. Meistens schicke ich ihn zum Kabel ziehen. Oder Power in Tower. Ja, der Tower ist aber was anderes. Der wird im Übrigen nach wie vor noch ausgepumpt, ne? Ja, das wird, glaube ich, 7 Monate dauern. Ja, gut, wie viel waren es? 8 Millionen? Liter, die da raus müssen? Ja, das war so die letzte Ansage. Wir können ja mal gucken, wie weit wir da sind, aber ich fürchte nicht weiter als beim letzten Mal. Lass mal schnell schauen. Ich gehe mal kurz raus. Ich schau mal in die Schleuse rein. Und dann gucken wir uns die ganze Sache mal an. Tablet ist am Start. Tablet ist an. 8,6 Millionen Liter waren das. Ah ja. Ja, die 0, diese 600.000 Liter, die vergesse ich immer. Weißt du, das ist so verschwindend wenig. Das kann man mal übersehen an einem lustigen Donnerstag. So, gucken wir mal, wie viel haben wir hier drin. Wir sind schon unter 200.000, so wie das aussieht. Aber knapp. 200.000 Kilopascal haben wir immer noch drauf. Das wird aber weniger, habe ich so den Eindruck. Ganz wenig, aber es wird weniger. Die Frage ist natürlich, ob wir jetzt nicht einfach hier nochmal einen Ausgang schaffen sollten. Ich fahre mal ganz kurz, bevor ich das hinten baue, nach ganz oben durch. Ja, in der Mitte vom Turm gleich wird das immer weniger dann. Da sind wir schon auf 190 runter. Und nach oben hin steigt es dann wieder, ja. Die alle in den Chat reinschreiben, dass sie schönen Sonnenschein haben und warmes Wetter. Wir haben heute 10 Grad, ich glaube, Tageshöchstwerte. Also ich glaube, draußen hat es gerade 15 Grad und es ist wirklich angenehm gewesen. Also wirklich ganz nach Sonnenschein. War schön. Ja, ich weiß. Ja, Pazzi, das kann nicht jeder haben, ja. Ab und zu müssen auch Leute auch gerade im tiefen Süden, ja, also tiefster Süden, die brauchen auch ab und zu mal ein bisschen Regen, weißt du, damit das dann schöner wird danach. Ja,
Nach dem Regen kommt immer die Sonne, das ist das Einzige, was wahr ist. Aber es ist ja, die Temperatur passt ja, es ist genauso kalt wie meine Seele. Bist du sicher? Ja. In mir ist alles eiskalt. Wie ein. Das macht mich traurig. Ja. Außer wenn ich dich sehe, dann schmilzt natürlich alles und es erwärmt mein Herz. Das ganze das Herz auch noch. Ja, liebe dich. Was? Okay. Ich finde das wunderschön. Alles andere wäre gelogen. Ja, aber ich finde das wunderschön. Alles andere wäre gelogen, ja. Und, okay. Der Clip ist schon da. Sicher, sicher. Das bei mir nicht, aber bei dir wahrscheinlich. Nee. Nee, kein Clip? Nee, momentan sind sie nicht so mit Clips unterwegs. Momentan sind sie alle irgendwie ruhig. Ich weiß nicht, liegt es an der Frühlingsmüdigkeit? Vielleicht. Mhm. Da sind momentan alle immer so komplett entspannt, als wären sie nicht hier. Vielleicht sind sie auch gar nicht hier, vielleicht reden wir einfach mit uns selbst. Ja, aber das doch auch, weißt du, du bist ja, wenigstens nicht alleine. Ja, das stimmt. Okay, also das Auspumpen läuft immer noch. Ich glaube, auf die 6er Ebene muss ich. Auf die 6er Ebene. Nee. Ebene 6. Damenbekleidung. Was? Ja, Damenbekleidung. Bitte? Was machst du hinter Damenabteilung? Ich bin im Aufzug falsch abgebogen. Ich muss auf die Ebene 2 runter, in den Maschinenraum. Damenunterwäsche. Da bin ich richtig. Oder so. Der Winterschlaf ist zu früh aus Müdigkeit geworden, ja. Ja. Aber Sevira sagt irgendwas von 26 Grad und angegrillt. Das macht mich glücklich für ihn. 26 Grad. Bei uns soll es am Wochenende, so Sonntag auch, um die 24 Grad ja, oder so werden. Krass, da ne? Freue ich mich auch schon drauf. Ja. Zu Recht. Ich sehe es ja ein, dass wir momentan ein Dürreproblem haben und man sich auch über den Regen freuen soll, aber ja. Am Wochenende auch mal gescheites Wetter zum Grillen, das darf schon mal zur Abwechslung sein. Ja. Ja. Wie gesagt, für die Natur ist der Regen wirklich super und auch für die Landwirtschaft das Ganze, alles kein Thema, aber ich hätte schon gern schönes Wetter. Vor allem, ich habe jetzt da 2 Wochen lang die Radtouren absagen müssen, weil es permanent nur geregnet hat. Das war einfach echt mühsam. Und ich würde gern rausgehen und draußen was machen. Und darf es aber nicht. Ach, also ich war schon draußen, aber ich möchte halt nicht krank werden, wenn es die ganze Zeit. Ja, gut, das verstehe ich aber auch, ne? Weißt du, wenn du gerade viel Radfahren willst oder so, dann. Ja. Sag mal. Ja, Bert. Danke. Danke, dass Sie auf mich gewartet haben. Ich habe. Sag mal ein Wort gesagt, ich habe mich nicht umgedreht. Ich dachte mir, Mensch, irgendwas leuchtet doch hier so komisch. Ja. Was ist denn da los? Du hast mich gesehen, du hast gedacht, schnell so auf den Knopf drücken. Tür zu. So wie bei einem Aufzug, wenn einer kommt, der unbedingt noch rein möchte, schnell drauf drücken, dass er schneller zugeht. Wobei, ich sag dir, wie es ist, ne? Ich bin am liebsten im Aufzug allein. Ich denk mir jedes Mal, wenn die Türen schließen, bitte lass keinen kommen. Also wie im echten Leben. Ja. Ja. Lieber allein als unter falscher Gesellschaft. Bitte. Dieser Bert. Also wirklich ein ganz wilder. Ja. Ich hab meinen Hund, das reicht. Warum sind die Bildschirme hier nicht mehr vollständig? Bei der Schmelze? Die waren noch nie vollständig. Die haben wir nie fertig gebaut, weil wir es dann nicht mehr gebraucht haben. Ich achte nicht drauf. Ach, Mensch. Da denkt man, es wird alles wahrgenommen, was man macht, und dann nicht. Ja, du machst so wenig. Da fällt das alles nicht mehr auf. Meinst du, so ist das also. Das macht mich traurig. So viele Arten macht mich das traurig. Ja. Warum sagt er noch, ja? Und bewundert dann noch kurz vorher, oh schön, Raketentriebwerk gebaut. Schön. Wir hatten hier die Wand gelegt. Welche Wand? Hier. Die hier? Ich habe alle Wände hier gelegt.
Ja, ich gucke mal auf die andere Seite. Bitte etwas auf. Was denn? Oder es ist... Achso, nee, passt schon. Bitte? Passt schon. Wolltest du mich gerade dissen und es ist voll in die Hose gegangen? Es ist gerade voll in die Hose gegangen. Die schwarze Umrandung wird einfach nur verdeckt vom, vom Schacht. Ich weiß doch, wie es hier läuft, ja. Immer vorbereitet sein auf den nächsten Diss. Ja. Diesmal kriegst du mich nicht. Wir brauchen noch ohne Ende Zeug. Zabarino, ich habe eine kurze Frage an dich. Wir haben aktuell das Modular Rocket Engine Ding, habe ich fertig gebaut. Was war das nächste Dingens noch gleich? Nach der Rocket Engine brauchtest du, glaube ich, einen Tank, einen Fuel Tank, dann einen Miner, dann einen Coupling. Warte, nur Tank. Tank als nächstes. Müssen das weiter nach Modular Rocket Fuel Tank. Das ist die nächste Baustelle. Ich muss mir das nämlich immer hier immer wieder aufrufen, damit ich weiß, was ich eigentlich als nächstes bauen wollte. Weil das die Rakete, wie gesagt, da will ich jetzt keinen Wurm reinkriegen und dann am Ende stehen wir wieder da und überlegen uns, wie es denn eigentlich war. Okay, also Modular Rocket Fuel Tank. Wir brauchen Invar noch ein Schlückchen und Astroloy. Ja, okay, dann lass uns mal wieder nach oben gehen und den Händler mal ansprechen. Klingt mir nicht nach Spaß, was ich sage. Also ich gehe aber hier hoch. Ja, dass mir Rohstoffe fehlen, das war mir schon klar. Das wusste ich schon. Nur die Frage ist, welche? Dass wir jetzt Astroloy und Invar brauchen, das macht die Sache natürlich delikat. Weil das müssen wir... Also vor allem Astroloy halt. Invar könnte ich sogar noch irgendwie selber zusammenbrühen. Aber Astroloy, da habe ich eher keine Ambitionen. Lass uns mal oben die Satzschüssel bedienen. Ein Zwerg verlängert. Moritz, dankeschön für 42 Monate. Liebe Zwerg Wave. Danke vielmals für 42 dir. Vielen lieben Dank für den lieben Support. So, was haben wir denn hier? Hier kommt einer 7x7 All S. Jo, pass auf, den rufe ich doch gleich mal an. Pazi, Achtung, Öhrchens zu halten. Wird gleich laut. Ja. Mach ich. Okay, ist durch. Haben wir Geld? Das ist eine gute Frage. Meistens bin ich pleite, ne? Aber 1200 haben wir noch. Ich höre ihn, aber ich sehe ihn nicht. Da kommt er. Da landet er gerade. Dosen verkaufen. Ja, das war der Plan, ne? Was nimmt denn der? Oh, der will Eisen nochmal haben. Jetzt ein Code Blue wäre jetzt gut. Oh, der hätte auch gerne Kobalt. Und Kohle. Ich kann dir einen Rucksack Kobalt und einen Rucksack Kohle oben durchs Fenster glitschen, wenn du möchtest. Ja, bitte. 200 mal... also mehr Kohle als Kobalt, bitte. Ja, ich nehme einfach mal jeweils einen Mining Backpack voll mit. Da kriege ich dich schon mit erfreut. Verkauft uns 100 Astroloy. Das könnte ich sogar kaufen gerade. Ich kaufe mal 100 Astroloy von ihm. Dann sind wir ziemlich blank. Und Invar war das andere, was wir noch brauchten. Davon brauchten wir nicht ganz so viel. 100 Invar könnten wir uns auch noch leisten. Dann haben wir das schon mal auch safe. Wie viel Kobalt brauchst du denn? 200. Oha. Ja, das ist auch schon fast alles, was wir noch haben. Ja? Okay. Es irritiert mich.
gemacht werden mehr. Hier liegt ein Haufen schleimiges Zeug in der Vending Machine drin. Sollte man bei Zeiten auch mal rauspacken, diese organischen Dingers. Ja, okay, ich komme mal zu Zabbis hoch. Also hinter. Oh! Ich dachte. Dachte eher, das wird ein Rucksack voll. Ich habe keinen Platz mehr. Ja, sag das doch. Du hast ja noch extra gesagt, eine Menge. Ich bei der Kohle schmeiße ich dir einfach den Rucksack hin. Gerade kurz. Ich lade mal erst ein. Ja, zum Glück laufen die uns nicht weg, die Händler. Das ist echt angenehm. Ja, einen Komposter bräuchten wir für das ganze epische Zeugs. Ja, der wäre auch geil, weil er uns Wasserstoff produzieren würde. Mhm. Aber dann müssten wir den quasi in einen Raum mit Absauganrichtung oder irgendwie sowas stellen. Ja, genau. Dass wir nicht die Base kontaminieren mit irgendwas. Mit Schleuse davor. Ja, völlig klar. Der müsste in so einem kleinen Glaskasten mit absaugen. Ja. So ähnlich wie unsere Schmelzen. Genau. Kann man den zur Schmelze hinterstellen? Gute Frage, nächste Frage. Weil dann bräuchten wir nichts tun. Das würde sich automatisch hinten entleeren. Und das System ist ja schon da. Das müsste eigentlich sogar gehen. Gott, das wäre doch großartig. Jo, schau ich mir mal an, sobald ich hier fertig gebaut habe. Ich bin mit meiner zweiten Pflanzstraße fast fertig. Okay, wir haben wieder. Also wir sind gut beschäftigt mit dem Zeug hier. Der hat noch ein bisschen Stuff. Ich lasse den mal hier stehen. Und bau mal als nächstes bauen wir jetzt eben diesen Modular Rocket Fuel Tank. Den können wir auch schon bauen. Mit dem, was ich jetzt gekauft habe. Und da brauche ich dann 4x Kit Tanks, 25 Steel Sheets und 12 Electronic Parts. Okay. Okay, dann packe ich mal ganz kurz das nach hinten. Was? Die Temperatur, Odin, ist super in der Base. 26 Grad, da kannst du nicht meckern. Das ist voll in Ordnung. Oh, beim Pflanzen hat es 28. Ja, das ist okay. Ich habe vorhin mal ein bisschen den Tower oben versucht, ein bisschen zu kühlen. Damit sich das ein bisschen beschleunigen wird. Aber nee, keine Chance. Das heizt innerhalb von einer Sekunde das Kühlrohr auf über 100 Grad hoch. Damit die Base natürlich langsam auch auf. Die Klimaanlagen schaffen das schon weg, aber sollten wir nicht ewig machen. Okay, dann brauche ich jetzt dann nochmal Electronic Parts. Die Steel Sheets habe ich noch. Dann brauche ich 4 Kit-Tanks. Tank-Kit. 4 Stück. Die Temperatur beim Komposter ist quasi nicht existent, weil wir da fast immer ein Vakuum drin haben. Oder meinst du, der braucht eine Temperatur? Bodenwolf. Das wäre natürlich eine blöde Geschichte. Bodenwolf, wunderhübschen guten Abend. Hi erstmal, grüß dich. Ist das so, dass das zum Verarbeiten eine gewisse Temperatur und eine Umgebung braucht? Oder geht das automatisch immer? Keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. Ich habe ehrlicherweise mit dem Komposter noch nie was gemacht.
immer noch am Laufen. Boah, Deck. 32%. Ja, okay, der Fuel Tank von der Rakete braucht ein bisschen länger zum Produzieren. Das geht ja, dauert ja ewig. Hier hat man die Shoots auch noch irgendwo dabei. So, wie schaut's hier aus? 66% gerade mal. Okay, nochmal ganz kurz. Was brauchen wir hierfür? 25 Steel habe ich und 12 Electronics brauchen wir noch. Zentrifuge müsste leer sein, ja. Mal. Die verarbeitet nichts mehr weiter. Die ist ziemlich fertig. Ja, könnte man leeren. Aber hey. Wenn ganz viel Not ist, dann machen wir die mal leer, glaube ich. Oder aber wir leiten sie auf dieses System hier mit drauf. Das würde heißen, dass sie zurückwandert. Ah ne, die wandern in ein falsches System zurück. Nee, das bin ich nicht. Ja, also Zabis, dann haben wir jetzt gleich die den Tank. Sehr cool. Dann werde ich, sobald ich hier fertig bin, ist mein nächstes Ding, während hier die Pflanzen wachsen, die Fuelmischanlage. Genau. Da müssen wir noch ganz, ganz viele Rohre hinter verlegen für Sauerstoff und Wasserstoff. Wollten wir das? Wir wollten doch eigentlich nur ein Waste-Rohr von da aus in die Basis legen und die gesamte Mischung komplett da hinten machen und Sauerstoff und Wasserstoff machen wir ja da aus unseren... Ach stimmt, wollten wir ja dort direkt machen, ne? Ja, entschuldige, ich vergaß. Wir wollten das ja direkt da hinten mit so einer Art Handlauf produzieren. Genau. Ja. Nee, ich war noch beim vorherigen Plan, wo wir das mit Rohren hinterleiten. Ja, könnte man zwar auch machen, aber ich glaube, das sind einfach so viele Rohre. Das ist extrem aufwendig, ja. Also, mal abgesehen davon, dass wir mit den Rohren erstmal in die Base müssen, beziehungsweise aus der Base raus müssen und das erstmal alles vorbereiten und hinlegen und... Ja. Wir wollten das, glaube ich, als eigenes System da oben laufen lassen, dass wir quasi die Tanks hinten bauen mit den einzelnen Dingern. Ich glaube, wollten wir nicht sogar die hinten anmischen? Ja. Nee, ich meine, Quatsch. Die Gase, die wir hinten produzieren, die wir für Treibstoff brauchen, gleich davon abmischen oder abfischen bis zu einem gewissen Grad. Genau, okay. Okay. Also kommt da eine eigene kleine Mini-Verarbeitungsanlage für die wesentlichen Sachen hin. Genau. Ja, okay. Ja, ich meine, das wird noch ein bisschen dauern, bis die Rakete endgültig steht, ne? Also sind wir ehrlich. Ja, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Das wird nicht heute. Nee.
Also wie gesagt, ich baue ja gerade erstmal das, wo überhaupt der Sprit rein muss. Ne? Also wir könnten theoretisch da dann schon die richtigen Rohre hinlegen und so, aber das ist noch ein bisschen hin. Also wir haben keine Eile. Ich wollte sowieso heute damit anfangen, da mal so die ersten Sachen hinzustellen.